Voilà, schönen guten Mittag. Wir hatten heute einen neuen Regierungsrat, wo wir die Großlinien von der Impfstrategie festgehalten haben und der schon seit Wochen am Moment auch geschafft hat. Wir haben noch den Avis von der Kommission Nationale d'Ethik mitgeteilt kriegt, was die Population betrifft, die soll prioritär bei einer Impfstrategie auch zurückbehalten gehen. Und ich muss sagen, dass den Avis von der Kommission d'Ethik den Morgen auch am Regierungsrat eine große Zustimmung gekriegt wird. Ich will nämlich darauf aufmerksam machen, dass die Regierung an die verschiedenen Service effektiv schon ganz lange mit der Arbeit rund um die Impfungen beschäftigt ist. Das soll nicht zu der Politik. Das ist evident, dass es hier ganz, ganz groß logistisch Herausforderungen auch mit sich bringt. Und wir ganz bestimmt nicht auf den Avis auch vom Komitee Nationale d'Ethik gewährt haben, für anzufangen mit Planen. Ich werde auf die verschiedenen Aspekte zurückkommen, will aber direkt voraus zwei fundamentale Fragen beantworten, die sich gestaltet haben und die wir auch als Regierungsrote Moyen geklärt haben. Erste Frage als Impfen gegen den Covid-19, ich habe schon vorher gestaltet, kriegt, und da hat schon mein persönlicher Name geschwärzt und heute, wie gesagt, aus der Regierungsposition auch wird zu Lützburg nicht obligatorisch sein. Das heißt, es bleibt um Volontariat basiert, für geimpft zu gehen, also klar und deutlich gesagt, es gibt keine Impfpflicht am Grand Duché. Das gilt für Gidereen, es gilt auch für den Staat als Rolle vom Patron. Wir werden auch keine Obligation für die Leute geben, die beim Staat arbeiten, werden auch nicht müssen impfen lassen. Zweite Frage, die wir heute Morgen auch beantwortet haben, ist, dass das Impfen auch heute zu Lützburg wird gratis sein. Der Staat wird selbstverständlich bei der Akquisition allein von den Impfungen schon eine Reihe von Kosten haben, mit den ganzen logistischen Deal wird auch ein Deal Kosten, die groß sind. Wir sind der Meinung, dass das auch eine Responsabilität vom Staat ist an dieser Pandemie, weil das auch ein Effort am Anfang von der Allgemeinheit und dafür soll auch die Allgemeinheit können von einem Vaccin profitieren. Da muss ich auch hier etwas direkt am Voraus auch suchen, dass den Zeitpunkt. Den Zeitpunkt, an das die Frau, die Jit vorhin hört, wie nie, wie viel Wert, ich muss euch sagen, da gibt es die letzte Zeit auch ziemlich viele Bewegungen und es gibt noch viele Änderungen auf europäischem Niveau. Gestern habe ich nach dem Datum mitgedeelt von Ende Dezember, da kann ich gesagt, dass verschiedene Validationen Anfang Januar wären. Das heißt, ich bin nächste Woche Konzert Europäer, da wird man nachher gerade vorstellen, mir im Moment gibt es so ausgesehen wie Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, es kriegt Leute für die Impfungen von der EMA auch validiert gehen. Wie gesagt, das kann sich aber noch ändern. Den Zeitpunkt, wie gesagt, wenn die Autorisationen dann auch kommen, als den dann noch mit sich bringt, wenn die in Orte wachsen, da kann auch zu Lützburg dann aufhängen zu verteilen, wie gesagt, Impfungen zu machen. Wir sind der Meinung, dass es aber auch wichtig ist und dass es vor allem, wenn es dem Devoir de Präkaution auch von einer Impfung wichtig ist, sich Zeit zu lassen. Das nicht, weil andere Länder aufhängen mit Impfen, wo bei ein paar Stunden dann auf ein Impfstoff validiert wird. Wir haben, wie gesagt, ein EMA, die sieht, dass du ein präzise Arbeit muss gemacht haben, dass alle froh auch eine Antwort sollt kriegen. Aber für uns, auch wenn ein paar Wochen, wie lange dauert, sind wir der Überzeugung, dass es besser ist, als den Impfstoff, den sicher ist, wie ein Dutt abzulösen, just weil ihn ein Echter will herausbringen. Das heißt, die Sicherheit auch vom Impfstoff ist für uns ein von den primordialen Punkten auch an dieser Impfstrategie. Aber wie gesagt, so wie es ausgesehen wäre es möglich, dass ihn an der 1. Januar dann auch kennt, mit der Validation, mit der Livraison, auch dann kennt mit den Impfungen aufhängen. Mehr wie gesagt, nachher, es sind die ganze Zeit Datumen die anderen. Wir müssen aber bereit sein. Wir können nicht warten, bis das Datum definitiv ist oder bis die Impfungen da sind, für eben durch die Impfstrategie und auch die logistischen Fragen
alle Gutten zu klären. Aber wie gesagt, die sind über die letzten Wochen am Main, da hat viel darüber geschafft gehen, für die auch können ihr Schaut zu präsentieren. Was, und ich fange nur für dich mit der Priorisation von der Population. Wir haben, so wie ich viel darüber gesagt habe, die Kommission Nationale d'Ethik auch konsultiert, die noch ein AVI gehen. Und sie haben zum, an ihrem AVI geschrieben, dass sie soll beim Gesundheitspersonal aufhängen. Also bei den Leuten, die am besonderen mit Menschen zu tun haben, an den Kontakt haben, auch mit denen mehr Vulnerablen, respektiv ob denen als Gesellschaft auch den Moment besonders am Anfang angewiesen ist für die Gesundheitsversorgung auch zu garantieren. Sie schreiben auch an ihrem AVI, den sie auch werden selber öffentlich machen, dass sie, wie gesagt, es wichtig ist, mit denen umzufangen, weil die auch die Leute sind, die am meisten am Kontakt sind mit den kranken Leuten. Denn Fett ist, auch heute zu Lützburg, also der Message, die wichtig ist, dass wenn wir von Gesundheitspersonal sprechen, wir keinen Unterschied machen zwischen Residenten und Non-Residenten. Es geht darum, dass, wie gesagt, Gesundheitspersonal als erst geimpft wird. Wenn ich von Gesundheitspersonal schwätzen, dann ist dann ich da linnen, selbstverständlich, und ihnen denkt, das sind Doktoren, der Infirmieren, die zwei Jahre mit geht, aber auch ein Personal en general, die an den Spitälen, den Pflegeheimen, die Altersheimen en general schaffen, die sollen, wie gesagt, prioritär den Access zu den Impfungen kriegen. So wie den AVI von der Ethikskommission, und ich hatte auch das vorige Gespräch mit der Präsidentin vom Ethiksrat für diese Interpretation auch klar zu stellen. Hallo, mehr weit, und das auch an dem AVI, den sie geschrieben haben, sehen sie, dass es ganz schwer ist, eine Priorisation da nur schon festzulegen, weil in Anfang auch nicht weiß, wenig, wie viel Wachsen in Gift kriegen. Da wenn sie am Moment also doch nicht möglich, die nächsten Schritt von der Priorisation auch können definitiv festzulegen. Es wird höchstwahrscheinlich auf jeden Fall so sein, dass direkt nur dem Personal aus dem Gesundheitswesen, dann die Leute sollten geimpft gehen. Auf jeden Fall ist das eine Meinung. Wir wollen sie selbstverständlich auch nach einem konsultieren. Die Personen, die am meisten vulnerabel sind oder auf jeden Fall auch an einem höheren Alter sind, dass die, die echt sind, die sollten auch dann noch können geimpft gehen. Viel davon hängt aber auf von Pur-Faktoren. Der erste Faktor ist, wie ein Zuchtimpfungen in auch, auch kriegt. Und für weil wir auch bei der EMA als erwarten, und eben auch durch die Zeit, die los ist, dass die Effizität auch bei dem einen oder bei dem anderen mehr groß ist, auch vielleicht bei dem einen Wachsen, wie bei dem anderen. Da ist es wichtig, auch dann durch die Analyse, durch das Wissen, was wir kriegen, von der Analyse von den Wachsen zu gucken, wann Kontraindikationen zum Beispiel gehen, bei Leuten, die andere gesundheitliche Pathologien haben, wo vielleicht die Wachsen Kontraindikation kennt sind, und dann selbstverständlich wert, bis ein anderer Wachsen da ist, wo, wann Nebenwirkungen wären, in auf jeden Fall die so klein wie möglich haben. Aber wie gesagt, das wird Thema als können mitnehmen, dass wir dann gesundheitsministerisch wird dann nur als mehr können über Thema auch sagen. Allein mal ein paar Worte auch über die mehr technischen Teile können ihr Schmerzen teilen. Die Regierung hat sich für eine zentralisierte Impfstrategie dezidiert. Das heißt, dass wir werden auf Impfzentren zurückgreifen, für die Impfungen können auch durchzuführen. Das gleicht vor allem an den verschiedenen Herausforderungen, die auch eben eine Impfung mit sich bringt. Die nämlich ganz spezifisch Konditionen. Am Moment, wie in der Wachsen transportiert, wie gelagert wird, wie lang ein KGHL gehen, wenig eine zweite Impfung muss gemerkt werden, das ist der Appell gemerkt werden. Als Beispiel sind da Pur, du hast minus 20, andere hast minus 75, wo sie müssen gekillt gehen. Das heißt, der Stockage von, dem, von der Impfung hängt ganz vom Impfmaterial auch, auch auf. Und da ist auch ein zentralisierter Platz viel mehr sicher, auch wir können so eine Impfstrategie auch durchzuführen. Dabei könnte, dass der Impfstoff nicht an einzelnen Dosen geschickt wird, wie gesagt,
a größer Behälter, die müssen dann auch eben genau aufgemusst gehen, eher sie können auch administriert gehen, verschiedene müssen sogar noch mit einer Sache vielleicht gemischt gehen, wo man auch mitgedeht kriegt, das heißt, dass verschiedene Melange müssen gemacht gehen, und dann kann ja, wie gesagt, auch der Fett, dass ein Ritsch von Impfungen auch ein zweiter Keier müssen gemacht gehen, für das ihn auch den Impfstoff die richtig Protektion dann auch hat. Für und allem an einer ersten Phase, nicht wissen wir, wer 12 von den Impfdosen, weil das variiert auch. Wir kriegen Zahlen, die variieren zwischen dem einen und dem anderen. Es geht von bis. Und da wird es auch präkos für Schlucken festzulegen. Wir haben 45.000, 35.000, 37.000, 40.000. Das heißt, für Schluck zu sagen, ganz genau, wie viele da gehen. Also auch ganz schwer. Und dafür ist aber die Priorisation auch so wichtig an den dritten Konditionen. Und da ist es eben für uns auch wichtig, dass wir die Impfzentren haben für die Koordination auch von dieser Zeit, die wir uns da gehen, für die Vaccinationen auch können zu machen, am besten können organisieren. Dafür ist das auch wichtig, an das gehört auch dazu, ich weiß, dass das schon Diskussionen waren, dass Impfzentren auch am ganzen Land vorgesehen sind. Also am Moment Präparation läuft schon seit Wochen, am Main, so wie ich gesagt habe, auch auf Volltouren für das eben Zentren je nach Bedarf, je nach Disponibilität auch da können funktionieren. Und das dort am Moment envisagieren wir 5 fix Impfzentren, die geografisch justement auf das ganze Land auch verdeelt sollen sind. An einer ersten Phase wird prioritären Impfzentren am Zentrum signieren, abmachen, wie die limitiert Anzahl auch von Dosen an Personen, die können geimpft gehen. Das als an der Herr Victor Hugo um Lampersbirch. Hier wären wir am Mitte Dezember schon theoretisch bereit, für Tieren auch können abzumachen. Wie gesagt, Tieren abzumachen, hat kein Wert, wenn wir die Impfstoffe nach nicht tun. Wie gesagt, da wir Material, auf jeden Fall alles bereit, für das sie Mitte Dezember könnte aufhängen. Das heißt, wann lo gut nur, weil wir kommen, das ist aber schon echt. Wir werden wir nicht bis den 3. oder 4. oder 5. Januar für technisch auch bereit sein, wir können durch die Impfstrategie können durchzugehen. An einer zweiten Phase, also sobald mehr Impfstoffdosen auch disponibel sind, wird auch ein Impfzentrum am Süden, am Osten und am Norden abgehen. Für den Süden wird dazu Belval an der Maison de Materials sein. Das Impfzentrum wird ab Mitte Dezember auch abgerichtet gehen, aber wird dafür den zweiten Zentrum sein, den nur der Victor Hugo Hall ab wird können gehen. Dann können je nach Disponibilität, wie gesagt, nachher zum Impfstoff 3 weitere Plätze dabei kommen. Einmal am Hangar von der RSQ um Findel, einmal an der Sportzahl vom Centre Neuro Centre Hospital Neuropsychiatrique von Ettelbrück. Hier laufen nach die letzten Finalisationen auch von den Gesprächen. Wir sind zuversichtlich, dass wir das auch im Januar auf jeden Fall auch operationell werden können. Dabei ist die Kipp auch am Gangen, es wird am Osten vom Land auch zu fangen. Es sind verschiedene Kontrahenten. Nur dafür, das schenkt einfach, dass sie keine Mengen Salz fangen. Muss ich wissen, dass wann ihn aber heute Salfried in mal nicht weiß, für wie lange ihn auch muss gebrauchen. Dafür sind ein Rutsch von Kriterien, die wichtig sind, ohne Engagement von einer Occupation von dem Saal für eine Durée indeterminée, muss nämlich können auch garantiert gehen. Zusätzlich zu den fixen Impfzentren werden mobile Kippen die Impfstrategie auch unterstützen. Die werden für uns alle am Ansatz kommen für die Strukturen, wo eben können Leute prioritär geimpft gehen, die auch nicht unbedingt erfahren sie für auf irgendeiner Platz können zu kommen, wenn ich mir das erleben kann zu sagen, oder auf jeden Fall auch, wo Risk kennt sie, weil sie vulnerabel sind, für sie zu summen, auch zu transportieren. Wie gesagt, bei Alters- und Pflegeheimen soll da mobile Equipen sind, die dann eben auch können auf den Plätzen fahren, für dass die Leute mit den größten Sicherheitsgarantien, die ihnen aber brauchen, ich spreche nicht vom Impfstoff, mir auf jeden Fall von der
Gesundheit von den Leuten, für sie nicht zu summen mit anderen Leuten zu nahe Kontakt zu setzen, können auch zu respektieren. Die Impfungen werden über eine Invitation, die über Postwert verschickt gehen, auch so wie das beim Large-Scale-Testing auch schon der Fall war, wird so eine Invitation auch rausgehen. Per Brief kriegen also eine Invitation mit einem persönlichen Code, wo ihn sich auch via guichet.lu Rendezvous kann holen. Mit gibt aber auch andere Möglichkeiten, weil wir wissen, dass auch nicht jeder verreden über guichet.lu kann ein Rendezvous holen. Dafür ist auch gedurcht gehen, für andere Möglichkeiten per Telefon zum Beispiel ein Rendezvous können zu holen. Genau auch wie beim Large-Scale-Testing wird die Invitation auch eine Gültigkeit tun von 2 Wochen, das eben auch gedurcht, für das ihn auch der Versage kann facilitieren. Dafür ist auch ein wichtige Message an den Appell an den nächsten Moment, dass jederin, den sich impfen will, losen, sich auch, sobald die Invitation auch kriegt, ein Rendezvous auch hält. Und wie gesagt, dass es nicht wert an der Bank hier, in den ich impfen will, losen, weil er gerufen ging, dass der Bank auch das Rendezvous verpasst hat. Ein wichtiger Teil, nämlich auch von der Impfstrategie, wird auch die Information und Kommunikation sind. Da schafft, wie gesagt, den Santé an das Staatsminister auch ganz eng zusammen und enger Koordination und geht da am Anfang weit über zu gehen, Sensibilisierungskampagne auch raus. Wir werden, wir müssen auch ganz viel auf die Informationen sitzen, mit verschiedenen Akteuren, mit verschiedenen Organisationen, auch mit Sozialpartnern etc. etc., wo man am Dialog sollte gucken, wie wir können fertig bringen, die Informationen so noch und die Bürger zu kriegen. Es geht los und dann, wenn wir wissen, wie gesagt, kann ich schon mal wie es am Anfang angeht, sobald wir mehr Informationen haben über die Livraison und über mehr Zöllen, wird es dann noch ganz sehr gehen. Wir sind der Meinung, dass die zentralisiert Vaccin-Strategie auf den verschiedenen Plätzen, die effizient man näher wird sind, für auch in kurzer Zeit so viele Leute wie möglich können zu impfen. Aber wie gesagt, auch wenn es ein bisschen mehr lang dauert, wie der Anfang durchgehen ist, mit Garantie dafür, dass ein Impfstoff mehr sicher ist, Mensch, also positive Message, den ich soll haben. Ich schon lieber, es dauert 2 Wochen mehr lang, wir müssen einen Impfstoff, der mehr sicher ist, wie ich nicht die Garantie wollen zu gehen, und dann nur Risiken vielleicht können zu haben. Vertrauen, hi, ist ganz, ganz wichtig. Voilà, Madame Gesundheitsminister. Ja, merci, guten Mittag, alle Guten. Wenn etwas das Krise prägt von Anfang an, dann ist es meinem Empfinden nicht werden. Wir am Anfang müssen mit Schmerzen werden, ob Schutzmaterial, wir gewähren, ob Tester, die also gerade vorgebracht haben, wir gewähren, ob Medikamente, und natürlich auch von Anfang an mit einer ganz großen Hoffnung auf einen Impfstoff, auf Wachsen. Für weit, weil wir alle gut wissen, dass das Impfstoffe generell einen ganz großen Fortschritt mit sich bringen an dieser modernen Medizin. In den letzten Jahrzehnten haben wir die Pferdesprache an der Leute gegen ausstehende Krankheiten wirklich vieles besser an den Griff zu kriegen. Es gibt just Pokémon-Sionären oder Polio, die unter Kontrolle sind. Die Hoffnung auf Wachsen, das ist also zu diesem Zeitpunkt wirklich die Hoffnung auf Licht am Ende vom Tunnel. Die Hoffnung auf Wachsen, das geht auch Hand in Hand mit einem richtigen Kurs, die Last gelegt wird, das direkt am Anfang, ein richtiges Sprint, sozusagen weltweit an der EU und auch bei uns am Niveau von der Organisation. Mit August sind wir als Erbesten ganz intensiv angelaufen. Wir hatten rund um die Zellulde-Krise für die erste Erbesgruppe spezifisch dediert, für die ganze Wachsen-Strategie auszuschaffen. Den hat sich ja nur abgedeelt auf 5 Subgruppen. Ist das eine ganze Equipe von insgesamt 43 Leuten, das sind dabei so viele, wie wir als Minister der normalen Zeiten zählt, die weiter nicht gemacht haben, wie seit August eben hierarchisch schaffen, dass auf verschiedene Plänen, sowohl am Niveau von der Strategie selber, wie soll geimpft gehen und so weiter, wie am Niveau von der Beschaffung, ganz wichtig, am Niveau von der Informatik auch, für das Ganze zu organisieren. Dann hilft natürlich auch ganz, ganz umständlich in diesem Kontext die Logistik, die muss en place sein, an zu guter Letzt Kommunikation, die ganz wichtig wird, sind, und auf der wir ganz viele differenzierte Pistenwerte gehen. Auch am Niveau von der Europäischen Union ist ganz viel gelaufen, als Leute aus der Santé, aus der Direction de la Santé, sind da vertreten, auch an Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema befasst haben. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe von der Kommission rund um Wachsen. Wir sind auch vertreten an der EMA selber, an der Europäischen Agenz für Medikamente.
dass du, wo das Suivi von den Donne gemerkt wird, wo über die Effikazität diskutiert wird, Sicherheit und auch die Effizienz von dem Vaccin. Da sind wir auch am Komitee Scientifique von der ECDC, das ist die Europäische Gesundheitsbehörde, vertreten mit Membern von unserer Direktion und selbst auch am Europäischen Gesundheitssicherheitsrat. An dem Kader sind eine Reihe Rekommendationen auch ausgestaltet, gegen alle Adresse von all den europäischen Mondbaustätten und sind auch ganz froh können zu sehen, dass laut dem letzten technischen Rapport von der Europäischen Gesundheitsbehörde Lützeburg Mord abgezählt, dass bei denen neun europäischen Länder, die da wirklich ganz frei mit dabei waren und sich engagiert haben, Evaluationen zu machen und dementsprechend Questionnaire mit auszufüllen, sodass dass das auch etwas aus, wo es Leute wirklich ein ganz remarkabel Arbeit gelegt und neben ihrem Alltag, den sie heute zu steipen hätten. Die Herausforderungen, wie muss ich die Stadt feststellen, auf europäischem Plan und bei der EMA, das ist für zu prüfen, wie die Auswirkungen werden sie von diesem Impfstoff. Die Auswirkungen sowohl auf die Infektion selber, wie kann ich in einer Bahn, dass ich da das in gestärkt, ob die Infektiosität, überdreht in den Männern durch den Impfstoff, auch ob der Verlauf von der Krankheit kann ich gegebenenfalls vielleicht nicht die Infektion empêchieren, aber dafür beidrohen, dass der Krankheitsverlauf mit Müll ist. Und natürlich auch die Mortalität ganz wichtig in diesem Kontext, weil das letztendlich als ganz große Sorge möchte, aber diesen Virus auszeichnet nach immer, das heißt relativ hohe Todesmortalität im Vergleich zu anderen Grippeviren. Dem ist also eine ganz seriöse Institution, die Zulassung gibt für ein Vaccin auf den europäischen Markt zu bringen. Wir haben als Land selber keine Agence des Medikaments noch keine. Das ist an der Planung. Das ist eine Institution, die sich die Zeit gibt, die sie braucht, für die einzelnen Etappen durchzuspielen. Und wenn man guckt, mit all der Ungeduld, die in ganz Europa ist, mit all den Ahnen, die auf den Vaccin gerichtet sind, manchmal kann ich auch Zuversicht tun, dass dem man sich nicht treiben lässt. Sie hält sich die Zeit, die sie braucht. Wenn das muss ausgesetzt gehen, dann wird es ausgesetzt. Und alles bleibt nicht ernst übrig, wie dann eben zu werden, bis es soweit ist. Für Sie, genau wie für uns, also die Sicherheit vom Patienten und letztendlich die Effikazität vom Vaccin wirklich prioritär einen Ausschlag geben. Da wissen wir alle gut, dass die Prozeduren hier extrem schnell gegangen sind. Schon von einem Sprint geschwärzt, effektiv. Das ist etwas, wo man sich keine Frage stellen. Normalerweise wollen so Prozeduren Jahre nach Jahren. Hier ist das ganz schnell gegangen. Eine normale Prozedur für so einen Vaccin zuzulassen, nur drei große Phasen, die durchlaufen, sind drei verschiedene Typen und Studien, die gemeint gehen. Das ist an einer ersten Phase an der Humanpharmakologie. Dann kommen therapeutische Sondierungsstudien, die aufhalten. Und an einer dritten Phase gehen klinische Wirksamkeits- und Sicherheitsstudien gemacht. Und das braucht alles seine Zeit, die sind normalerweise sequenziert in den anderen. Das ist aber so, dass für Situationen, wo in einer Urgence sanitär wird, also eine Urgence de Santé publique, wie man es hier haben, im Kontext von einer Pandemie, dass du eine Prozedur akzeleriert, also eine sogenannte Schnellspur, wo ich fahren kann. Das bedeutet aber nicht, dass man Exigenzen am Niveau von den Kriterien sind, die müssen erfüllt sein. Das bedeutet just, dass beschleunigt wird über verschiedene Schrauben, wo kann Druck drehen gehen, für das es mehr sicher geht. Muss aber am Endresultat noch immer sichergestellt gehen, dass die Kriterien, die müssen erfüllt gehen, generell auch an einem Eilverfahren erfüllt sind. Die Kriterien, die Ziele letztendlich, das sind die von der Qualität, sind die von der Sicherheit und auch die von der Effikazität vom Vaccin, den es zugelassen wird. Wie kann ich das feststellen, dass das in diesem Fall, am Fall von einer Krise oder einer Urgenz so schnell geht? Weil es wird um drei verschiedene Schrauben gedreht. Es gibt ganz viel mehr Ressourcen drauf gesetzt. Ressourcen humain, also Leute, die darunter arbeiten, die Equipe, die verstärkt. Das ist natürlich mit einem Kostenpunkt verbunden, aber da kann ich wirklich pushen, dass es mehr sicher geht. Da gibt es noch verschiedene Studien, die Platz sequenziert, parallel geführt, das ist auch ganz viel Aufwand. Aber das kann ich aber machen, wenn ich dementsprechend Ressourcen ersetzt, für das schon parallel zu machen. Und am nämlichen Atemzug kann ich schon am Vorfeld wirklich an Produktionsschienen investieren, für das nicht einfach nur Zeit verloren geht von dem Moment, wo dann die Zulassung da ist, bis dann Produktion noch kommt. Das kann auf jeden Fall gehen, sodass am Fungal mit der Zulassung wirklich das Ganze kann ganz schnell auflaufen gelassen gehen. Und über die drei Wege, also dann möglich wirklich die ganze Zeitaufwand durch eben Investitionen von Moyen mehr schnell auflaufen zu lassen, wie das in normalen Zeiten der Fall ist. Als Ambition ist es gewesen, für die ganze Zeit so best wie möglich präpariert zu sein mit den Moyen, die wir haben.
Wir haben ganz viele Menschen, die wir am Detail drauf an. Die Arbeiten laufen intensiv seit dem Sommer. Wir haben den Schwager geholfen, für Impfzentren zu machen, für Wert. Das ist schon angedeutet, wir haben mit ganz komplexe Wachsen zu dienen. Das ist nicht ein Wachsen, wo wir einfach ein Mode d'Emploi wird kriegen mit seinen verschiedenen Wachsen, unterschiedlicher Natur, mit unterschiedlichen Protokollen. Sie sind aufwendig an der Aufwendung, sie sind aufwendig an der Lehrerung, auch am Transport. Und alles das führt dazu, dass wir da eine gewisse Professionalität wollen, assurieren, das am Sinn von der Sicherheit von den Leuten, die dann geimpft werden, gehen. Wir schaffen auch dort zusammen mit ganz fiablen Partnern, mit dem Comptoir Pharmaceutique von Lützeburg und auch mit der Firma Bimedical, die wirklich für die ganze Kälteschäne zuständig ist. Und auch sie werden dafür sorgen, dass die nötigen Formationen gemacht gehen, da das auch etwas wird, natürlich muss geplant gehen am Voraus. All die Leute, die da an den Ersatz kommen, müssen eine dementsprechende Formation kriegen, wenn die Wachsender können, wir können anständig stummen da umzugehen und auch wirklich so die beste Sicherheit zu assurieren, für die Leute, die geimpft gehen. Dann ist es doch wichtig, ob es eine Zentrale, also mit Impfzentren zu führen, für den nächsten Swivy können zu assurieren, wir haben mit neuen Wachsen zu dienen. Und das ist ganz wichtig, an der ersten Phase wirklich einen ganz guten Swivy zu machen. Du hast auch ganz viel Reporting nachgefordert. Und alles das lässt sich an so einer komplexen Situation mit einer Vielfalt von Wachsen eigentlich just assurieren, wenn wir wirklich zentral steuern. Um Niveau von der Organisation will man das Ganze dann so strukturiert und so einfach wie möglich für die Leute machen. In dem Sinn wird das funktionieren, wie man das kennt beim Large-Scale-Testing. Das ist mit Invitationen, die Leute kriegen, wo sich da können Rendezvous holen. Muss ich das so vorstellen, ich meine, das ist schon viel am Gespräch, die einzeln wachsen, haben unterschiedliche Delayen, die muss respektiert gehen, das ist der erste Spritz und der zweite, die ihr kriegt, das ist ganz aufwendig und das ist so angedeutet, dass wenn in den ersten Rendezvous fährt, dann ist in Funktion von dem Impfstoff, den verwehrt wird, kriegt den direkt ins zweite Rendezvous mit, dass das schön anständig geplant ist und dass der richtige Delay auch respektiert ist. Da brauchen die Leute sich also dann keine Sorgen zu machen. Das wird so von der Organisation hier direkt geschaltet gehen, dass ihnen sicher ist, dass ihnen die zweite Impfung am richtigen Tag kriegt, dann nicht selber die Verantwortung dann dreht für nutzerrechnen, wenn das muss sein. Sind wir natürlich auch hier in Kontakt mit dem Terrain, für das dort umzusetzen. So eine Impfstrategie rieselt nicht aus dem Arm. Sie sind ganz froh, wir haben schon gestern mit der MMD auch eine Konvention unterschrieben. Sie werden ganz aktiv sein an diesen Zentren und auch wirklich mitgestalten. Und im sämtlichen Sinne sind noch Gespräche am Gangen mit der Spidelau, um zu gucken, wie sie auch können direkt mit an den Ersatz kommen. Ich komme hier noch darauf zurück bei der Priorisierung. Kommunikation aus Ugeschwert gehen, die ist doppelt wichtig in diesem Kontext. Erstens muss sie nicht neu wachsen, die nur ganz schnell an den Ersatz kommen. Dafür ist es ganz wichtig, dass man die Leute, die Impfungen werden machen, wirklich abklären, dass sie formiert gehen, dass sie wissen, wie man den einzelnen Wachsen umzugehen ist. In dem Sinne wird man eine erste Serie und Kommunikation starten. Die USI wird gerichtet sind, das wird nächste Woche schon der Fall sein, wo ich die Invitationen werden rausgehen. Das wird sich adressieren eben und Doktorschaft und Infirmien und Abdikterin. Das ist die ganz professionelle Santé, die dann über den Weg von, wie das an diesen Zeiten eben ist, über den digitalen Weg, über Webinaren, aber über Lunchtalks oder Newslettern informiert werden gehen, und für ihre Mesure noch Möglichkeit kriegen, sich auszutauschen und ihre Fragen zu stellen, die sie haben. Für das sind sie bestmöglich informiert sind. Sie sind auch die Leute und die Bürger, die sich an nächster Stelle werden wenden, wenn sie Fragen haben. Und dafür ist ganz wichtig, dass sie die nötigen komplette Informationen ganz schnell lokieren, auch für die Mesure, wo die Impfstoffe werden zugelassen sind. Dann, die andere Seite ist natürlich der Grand Public. Da sind wir seit einer Woche am Gang generell. Die Leute ein bisschen Informationen über diese Hitze gehen. Was ist ein Impfstoff? Wie geht ein Impfstoff zugelassen? Und das geht auch für eine Mesure mehr spezifisch, was wir mehr genau wissen, wie ein Impfstoff kommen, aber was wir auch mehr genau den Timing können abstellen. Das habe ich ein bisschen gesagt. Da sind noch eine Reihe an Konnüren. Ich meine, das ist klar. Wir haben die Informationen, die wir kriegen von der Kommission, mehr nach aus den Impfstoff nicht high. Und dafür ist es doch ganz gut, dass die Leute verstehen,
dass sie nicht ungeduldig müssen. Wir werden natürlich informieren, sobald wir neue Informationen haben, teilen wir die mit. Und unser Timing wird auch für die Mesur dann präzisiert gehen. Das steht auf Halt, variiert mit den Impfstoffen, eben mit der Kadenz, wie sie kommen, wie ihr könnt verdächt, wie ein Typ von Impfstoff ist. Da muss ich noch davon ausgehen, dass nicht alle Impfstoffe selber kann angesagt gehen. Da kommen eventuell Spezifizitäten oder sind vielleicht Impfstoffe, die für verschiedene Leute nicht geagent sind. Das muss man alles wissen. Dafür muss man, sind wir wirklich angewiesen, ob die Zulassungsgenehmigungen für genau zu verstehen und zu sehen, wie die einzelnen Impfstoffe wirklich können auch angesagt gehen. Von der Priorität in ihrer Gesundheit, meine Grundidee ist, die für prioritär wirkliche Genre Bouclier sanitaire aufzubauen, so ein Schutzgürtel rund um die Leute, die ganz besonders fragil und auffällig sind. Das sind Leute an den Spitälern natürlich, das sind aber auch Leute an den Pflegeheimen, an den Altersheimen und auch die Leute, die auch Domizil, eben älter Leute, die da betreut gehen, über das Réseau de Soins à Domizil. Dafür ist eine erste Priorität, dann, das ist etwas, was wir absolut teilen, die Einschätzung von der Ethikkommission. Eine erste Priorität liegt wirklich durch, aber all das Personal, und das ist unabhängig, ob das nur den Doktor ist oder den Catering bringt. Das sind einfach die Leute, die da am Ansatz sind, rund um das fragile Leute, die als erstes sollen geimpft gehen. Auch unabhängig davon, ob das nur Resident oder Non-Resident sind. Ich meine, es geht darum, den Bouclier so fest und so dicht wie möglich zu machen, dass da eine erste Sicherung auf Platz setzt. Und ein zweiter Fest, das wäre dann der nächste Schritt, den wir dann noch so, wie wir das noch verstehen, haben wir als Stadt vom Ethikrat dann Residenten an den Alters- und Pflegeheimen, weil sie eben vom Alter her natürlich besonders exposiert sind und noch alle guten zusammen wohnen auf einem Platz, das stärkt ein Risiko oder hilft ein Risiko, den sie haben. Das ist aber vor allem Priorität, mit der wir es ganz gut können, rumfahren, dass auch das, was wir auch gedacht hatten, das ist auch so, wie das kann an Planung gehen. Wo das wird stattfinden, das gesagt, ich meine, wir brauchen Großimpfzentren, da müssen Plätze sich von über 1000 Meter Karre, das ist auch durch das Minimum von 8 vielen pro Sitz soll funktionieren, das kann parallel geimpft gehen, das nachzusuchen, ja, von den Equipmobilen, da sind da 6 auch durch, Lomol Assistat, da muss man auch eben gucken, ob für die Mesur in Funktion von den Besuchern, dass dort die Möglichkeit eben mit den Equipmobilen an ein Altersheim zu fahren oder so, auf Plätzen zu gehen, wo es einfach mehr Sinn macht, bald Leute zu fahren, wie sie rauszuholen aus ihrem Kontext an so ein Impfcenter zu bringen. Auch da haben wir ganz viel Flexibilität mit den Equipmobilen. Was Quantitäten angeht, ist auch eine Frage, die viel gestaltet. Wir haben ja mitgemacht bei einem gemeinsamen Ascher über die Kommission. Du hast den Engagement oder den Zuschlag, den wir gemacht haben, als par rapport zu 5 Produzenten stand heute. Das sind 1,3 Millionen Dosen, die wir so zugesucht schon haben, an das GIF erleben. 824.461 Personen zu impfen, wenn ihr das aufbricht, sind verschiedene Vaccine, die eben zweimal müssen gemacht werden, wo 2 Dosen gebraucht gehen. Die sieht du also aber schon eine große Quantität, eben, die man zugesichert kriegt. Allerdings ist zugesichert, just zugesichert. Nach müssen sie zugelost gehen von der Europäischen Medikamentenagenz. Das ist wirklich die nächste Etappe, die umsteht. Wenn sie da bis zugelost sind, sind wir zuversichtlich, dass sie ganz schnell werden produziert sind und noch geliefert gehen. Und unsererseits jedenfalls sind wir bereit, ich meine, dass wir darüber gesucht haben, wir haben als das als Ambition gehabt, für den 15. Dezember bereit zu sein. Und das sind wir. Wir brauchen die Leute also keine Sorgen zu machen, müssen halt nur einfach aufwerten, bis sie dann soweit ist. Und dann kann das ganz los gehen. Was zählt, das ist nach wie vor allerdings aber noch immer durchhalten, kann ich nicht oft genug wiederholen, auch wenn Licht am Ende vom Tunnel da zu sich scheint, ist es noch nicht da. Auf jeden Fall sind wir zeitgleich gerade los in der Weh mit ganz großen Schritten auf einem anderen Weh, nämlich in Richtung von dem Coronavirus in der Lieblingssaison. Ich muss wissen, dass Januar und Februar die Main sind, wo sich ganz besonders wohl spielt und sich ganz gerne verbreitet. Also noch ein paar profitieren ich von der heute gelegenen Appell zu machen, das wirkliche Lauf hier aufzupassen. Die ganz kritische Zeit, die steht als Befehl. Und wenn etwas sicher ist, dann ist es, dass wir im Januar, Februar noch nicht Herdenimmunität werden haben.
das ist einfach gar nicht möglich, nach, auch wenn es sogar schon ungelehrt was mit dem Impfen bleiben, das ist wirklich ganz kritisch meint. Und das ist immens wichtig, dass man wirklich los, wo es wirklich an die Lächtlinie dort geht, wirklich nachher alle Gute ganz fest zusammenstehen, solidarisch sind. Jeder Einzelne zählt, sowohl am Niveau von den Gestbarrieren, am Niveau von den Kontakten, die hier wirklich soll hochdrosseln, auf ein absolutes Minimum, für das wir eine gute Basis haben, für wirklich dann an die letzte Etappe von dieser, hoffentlich letzte Etappe von dieser Pandemie zu gehen. Wir sollen diesem Virus keine Chance geben, die wir können evitieren. Ich finde, heute auch viele Möglichkeiten für sein, dazu beizudrohen, sondern es auch, wenn dann soweit das hoffentlich alle guten impfen lassen, und da können wir da doch alles zusammenpacken. Schon nicht, merci.